Ja, wir können Kapitel 3 anfangen. Demokratie schaffen die Revolution von 1918 bis 1919. Das ist ein sehr kleines Zeitfenster. Ist aber auch viel passiert. Ja, glaube ich sofort. Ich guck mal. Dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Deutschland hat den Krieg nach mehr als 4 Jahren verloren. Kaiser Wilhelm II. Hat abgedankt. Millionen Soldaten sind tot oder verwundet. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das Land steht vor einer ungewissen Zukunft. Ein Frieden muss ausgehandelt werden. Armut und soziale Not greifen um sich. Die Unruhen in der Bevölkerung nehmen zu. Friedrich Ebert trägt Ende 1918 die politische Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Wird er den Weg zur Demokratie weisen? Bedeutungsschwanger. Schönen guten Abend, Hassan. Schön, dass du da bist. Friedrich Ebert strebt die Bildung einer Übergangsregierung an. Zu deren Bildung sind Verhandlungen mit der USPD nötig. Oh, wir haben neue. Bevölkerung, SPD und Revolutionäre. Wir können nur 2 Briefe öffnen. Und wir müssen Marker auf... Das ist schwer zu erkennen. Die sind bei. Also das eine ist blau, das andere ist so lila, aber die Zeichen sind Gott sei Dank anders. Ja, Spielprinzip wieder dasselbe. Wir können jeweils immer nur 2 Briefe öffnen. Und mit welchem fangen wir an, Romy? Weil wir davon 2 haben, würde ich mit der USPD anfangen wollen. Also mit den Revolutionären anfangen wollen. Also machen erstmal hier einen Brief auf, ja. Ja. Kieler Matrosenaufstand, den können wir uns gleich anhören. Und da den 2. oder Bevölkerung oder SPD? Das ist mir egal. Was würdest du denn nehmen wollen? Ich wäre am neugierigsten auf Bevölkerung, muss ich sagen. Dann? Dann lassen wir uns die beiden Möglichkeiten, die wir jetzt haben, mal vorlesen. Herr Ebert, die Flotte darf auf keinen Fall auslaufen. Uns bleibt keine Wahl, als zu meutern und auf die Straße zu gehen. Wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen und die vollständige Rede- und Pressefreiheit. Unterstützen Sie uns. Gezeichnet der Arbeiter- und Soldatenrat Kiel. Okay. Mäßigend auf die Aufständischen einwirken. Aha. Will ich denn mäßigend auf die... Und der 2. Brief. Werter Genosse Ebert, die Unternehmen sind endlich bereit, uns Gewerkschaften weitreichende Zugeständnisse zu machen. Die Angst vor Verstaatlichungen ist groß. Die Anerkennung der Gewerkschaften als gleichberechtigte Tarifpartner wäre ein wichtiger Schritt in Richtung soziale Demokratie. Um Unterstützung bittend, Karl Legien. Okay. Das gefällt mir. Hier unten gab es... Okay, da gab es Marker für die Revolutionäre. Hier oben bekommen wir Marker für Bevölkerung und SPD. Ich tendiere hier oben zu dem Stinnes-Legien-Abkommen. Ja, warum nicht? Also ich würde ansonsten den Kieler Matrosenaufstand spielen, aber bin da auch wirklich emotionsarm. Okay. Das ist gerade eher so die Überlegung, dass da 2 Briefe sind und die Stimmung bei den Revolutionären ein bisschen angespannt ist. Und so, das ist so der Hintergedanke, aber eigentlich bin ich wirklich Mist das. Okay, wenn dir das egal ist, dann würde ich das Abkommen nehmen. Das Stinnes-Legien-Abkommen erfüllt die Forderungen der Gewerkschaften und stellt damit die Weichen für die Zukunft des Arbeitsrechts in Deutschland. Gleichzeitig wird jedoch auch die Macht der alten industriellen Elite gefestigt. Ja, und jetzt würde ich einen SPD-Marker auf die Akte kloppen, einen Bevölkerungsmarker und... Ja, wahrscheinlich...
Ich weiß nicht, ob ich entspannen möchte oder einfach hier schon die Akte voll machen. Ich tendiere zur Akte voll machen. Ja, ich glaube, du magst es auch, so Sachen abgeschlossen zu wissen. Insofern, mach. Okay. So, zwei Briefe können wir öffnen. Ein SPD, eine Bevölkerung? Ja. Und da haben wir jetzt... Lieber Philipp Scheidemann, wie konntest du nur ohne meine Zustimmung einfach die Republik ausrufen? Eine so wichtige Entscheidung sollte von der vom Volk gewählten Nationalversammlung getroffen werden. Wir brauchen demokratische Abläufe. Dein verärgerter Friedrich Ebert. Okay. Philipp Scheidemann hat einfach so eine Republik ausgerufen. Das wusste ich nicht. Genossen, der Reichsrätekongress in Berlin wird entscheiden, in welche Richtung wir uns politisch bewegen. Ihr als SPD-Delegierte müsst den radikalen Linken zeigen, die Mehrheit will eine parlamentarische Demokratie. Wir werden die kommunistische Revolution verhindern. Euer Friedrich Ebert. Okay. Okay. Also die Republik... Viel los. Es ist übrigens ja auch nicht nur Philipp Scheidemann gewesen, der die Republik ausgerufen hat. Es passierte gleich zweimal, weil Karl Liebknecht hat das auch gemacht. Ah. Und ich finde auch diesen Punkt, das hätte eine andere Instanz machen müssen, an der Stelle total faszinierend, weil dann hätte man sicherstellen können, dass man vom Anfang an wirklich auch einen demokratischen Prozess hat. Wie das dort in diesem Brief auch sehr schön beschrieben ist. Weil dann wäre klar gewesen, die macht es bei der gewählten Versammlung, die haben das miteinander ausdiskutiert, die einigen sich darauf, dann wird ein verfassungsgebender Prozess irgendwie in Gang gesetzt und so weiter und so fort. Das ist halt nicht passiert. Und wir hatten die doppelte Republikausrufung. Ich würde übrigens den Militärputsch jetzt als nächstes spielen wollen, weil ich glaube, der würde auch in der Chronik eher drankommen. Also den hier, Kieler Matrosenaufstand. Ja. Was habe ich gesagt? Militärputsch. Verzeihung, ich meine, was erzähle ich denn? Wenigstens fällt es mir auf, dass ich was Komisches sage. Ich würde gerne den Kieler Matrosenaufstand spielen als nächstes. Das machen wir doch mal. Eine Eskalation der Ereignisse kann vorerst verhindert werden. Ja, dann würde ich sagen, puh. Einen auf die Akte, einen Beruhigung der Revolutionäre. Ja. Flupp, flupp. Lieber Friedrich Ebert, der Waffenstillstand ist unterzeichnet. Wir hatten keine andere Wahl, als die harten Bedingungen der Kriegsgegner zu akzeptieren. Der Krieg muss endlich ein Ende haben. Ihr Matthias Erzberger. Okay. Wir haben einen Waffenstillstand und wir haben einen Bevölkerungspunkt. Und den können wir benutzen, um die Bevölkerung zu entspannen. Mhm. So, und erstmal hier unten, würde ich sagen, ne? Ja. Ausrufung der Sozialistischen Republik. Okay. Was jetzt? Hier unten noch einen oder Bevölkerung oder SPD? Am neugierigsten wäre ich auf die SPD, aber ich weiß nicht, ob das eine Einzelmeinung ist. Ich wäre auch neugierig auf die SPD, was da denn noch kommt. Dann machen wir. Appell Eberts zur Beruhigung der Situation. Okay. So, wir haben hier unten dann mal was Neues. Lieber Friedrich Ebert, es ist gekommen, wie ich befürchtet habe. Karl Liebknecht hat die Sozialistische Republik ausgerufen. Zum Glück bin ich ihm mit meiner Ausrufung der Republik knapp zuvorgekommen. Die Kommunisten dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Dein Philipp Scheidemann. Gegen die Ausrufung der Sozialistischen Republik protestieren.
gegen Scheidemanns Aktion protestieren oder den Kongress unterstützen. Achso, Kongress unterstützen ist bezüglich... Ja, nee, ist alles dasselbe, oder? Also nicht alles dasselbe, sondern sind verschiedene Blickwinkel auf das eine. Ich lese nochmal durch. Die Mehrheit will eine parlamentarische Demokratie. Also es ist ja im Prinzip... Liebknecht ruft was auf, wir sind dagegen. Scheidemann ruft was auf, wir sind dagegen. Es gibt einen Rätekongress. Wir sind dafür, dass es einen Kongress gibt, wo mit demokratischen Mitteln schließlich eine parlamentarische Demokratie eingerichtet wird. Verstehe ich das richtig? Hm. Es ist im Prinzip überall dasselbe. Wir sind dagegen, wir sind dafür. Naja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders betrachten wollen, weil eigentlich, ja. Eigentlich ist es nicht dasselbe, sondern... Es sind drei Aspekte ein und derselben Sache. Es ist natürlich was, sich ausdrücklich gegen Scheidemann zu stellen, also gegen Scheidemanns Aktion zu protestieren, ist was anderes als den Reichsrätekongress zu unterstützen und ist auch was anderes als sich gegen Liebknecht zu stellen, aber es sind drei unterschiedliche Aspekte derselben Entwicklung, wollte ich sagen. Derselben Entwicklung, da bin ich bei dir. Und im Endeffekt ist ja die grundsätzliche Frage, wie soll dieses Deutschland ohne Kaiser als parlamentarische Demokratie funktionieren? Da ist klar, dass irgendwie die Sozialistische Republik nicht so richtig dazu passt, weil nicht demokratisch. Mhm. Und es gibt natürlich innerhalb der Partei einfach auch diese grundsätzliche Richtungsdebatte. Ja. Das ist ja auch das, was bei dem Rat der Volksbeauftragten steht, diese Verhandlungen mit der USPD. Wir haben, glaube ich, im Kapitel 1 ja auch gehabt, dass es die Trennung gab. Ja. Mit denjenigen, die unbedingt das Ende der Monarchie wollten und da eher schon revolutionär drauf waren und es dann die Spaltung gab. Und jetzt ist und der Gedanke von Friedrich Ebert war ja, zumindest wird das im Spiel die ganze Zeit so gesagt und war auch so, diese Sachen wieder zusammenzuführen. Und von der Logik her wäre ich dafür, zu sagen, Bevölkerung zuerst und dann kriegen beide ihr Fett weg. Dann zu sagen, nee, Karl Liebknecht, das unterstütze ich nicht, aber dann eben auch den freundlichen Brief an den Kollegen Scheidemann zu schicken. Es ist schon klar, warum er das gemacht hat, aber es ist halt nicht hilfreich. Also bam, bam, bam. Ah nee, bam, bam, bam. In Anbetracht der Tatsache, dass wieder diese leichte Verzögerung im Stream ist, habe ich... Ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja hier neben noch einen zweiten. Das kriege ich dann immer auch nochmal mit. Aber ich vermute, du hast gerade so nach und nach gezeigt, welche Karten. Genau. Bevölkerung, Revolutionäre, SPD in der Reihenfolge. Das, was jetzt vorne liegt. Genau. Das wäre jetzt so meins. Aber das finde ich gut. Finde ich gut. Cool. Ja. Den Kongress unterstützen. Der Plan geht auf. Der Reichsrätekongress spricht sich für eine parlamentarische Demokratie aus. Wie schön. Das heißt, wir können einen SPD-Marker auf die SPD legen. Wir haben schon genug Bevölkerung. Wir können die Bevölkerung mega entspannen. Wir können die Revolutionäre oder die SPD entspannen. Oder hier schon was volllegen. Ich bin unschlüssig. Ich tendiere zu SPD oder Revolutionäre. Die SPD. Dann würde ich die SPD entspannen. Okay. So, wir müssen wissen, was hier oben vorne liegt. Kälte, Hunger und Tod. Und einen von den Revolutionären öffnen, würde ich sagen. Mhm. So, dann lassen wir kurz mal vorlesen, was hier ist. Herr Ebert, auch nach Kriegsende ist das Leid der Menschen groß. Die Lebensmittel sind weiterhin stark rationiert und die Kohle ist knapp. Wir hungern und frieren. Dazu greift die spanische Grippe um sich. Wir kleinen Leute brauchen dringend Ihre Hilfe. Verzweifelt grüßt Marie Schmidt. Sich für Notleidende einsetzen. Aber wir hatten jetzt festgelegt, als erstes dann hier gegen Liebknecht. Also
gegen die Ausrufung der Sozialistischen Republik protestieren. Mhm. Dann machen wir das mal. Die Ausrufung der Sozialistischen Republik durch Karl Liebknecht entfaltet keine nachhaltige Wirkung. Der radikalen Linken fehlt es an politischer Macht. Okay, dann haben wir einen Marker, um die Akte zu komplettieren und um hier unten die Revolutionäre zu entspannen. Ja. Ach, das war die Zeit der ersten Maskenpflicht, als wir das hier oben hatten mit Kälte und Hunger und Tod. Naja, nee, ich glaube, eine wirkliche Maskenpflicht gab es nicht, sondern es war... Die Leute sind umgefallen wie die Fliegen. Also es war wirklich schlimm. Ich denke nicht... Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich eine Pflicht war, sondern... Oder doch, ich glaube, es gab eine Pflicht. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Du sprichst gerade von den Regierungen, also darauf, wie, mit welchen Maßnahmen die Regierung auf die spanische Grippe reagiert hat. Genau. Ich habe auch keine Ahnung, wie das war. Ich muss allerdings auch zugeben, dass die spanische Grippe bis zum Ausbruch von Corona überhaupt nicht mehr in meinem Wissensschatz vorkam. Also das, ich wusste, es gab die spanische Grippe, aber ich hätte nicht sagen können, wann und wirklich auch sonst nicht viel mehr. Und das kam bei mir erst tatsächlich mit Corona wieder. Dass es dann einfach in der Berichterstattung auftauchte. Und Panse, du bist auch gerade eher bei jetzt, oder? Und bei Corona als bei spanischer Grippe. Oder? Nee. Oder sprichst du gerade von spanischer Grippe in den USA, wie die reagiert hat? Ich bin verwirrt. Die spanische Grippe ist, glaube ich, auch tatsächlich in den USA als erstes aufgetreten, nur, in den USA, in Spanien wurde es quasi das erste Mal tatsächlich berichtet, deswegen hat sie leider die spanische Grippe bekommen. Okay, also ihr sprecht gerade alle über 1920. 20. Oder 1918. 1918. Ja, die spanische Grippe ist übrigens in den USA entstanden, genau, in den quasi in den Vorbereitungslagern für Soldaten. Die waren eingefercht und so eng zusammen, aber das wurde natürlich, oder was heißt natürlich, das wurde dann halt nicht berichtet, dass dort etwas passiert ist, aber in Spanien wurde es dann halt dokumentiert und deswegen heißt es spanische Grippe. Es ist halt eine Grippe, die sich über Militär, also dass du Staging Areas, wie nennt man das auf Deutsch, also dass du quasi, ne, also Aufstellungszonen hattest. Aber das ist auch gefährliches Halbwissen. Ich habe mich in der Corona-Zeit mal damit beschäftigt, um das noch genauer auf dem Schirm zu haben, wie das genau war. Aber die Geschichte war auf jeden Fall, dass die USA Fälle in ihrem Militär hatten, dass sie das erstmal zurückgehalten haben, aber dann in Spanien auch Fälle kamen, wo es dann quasi rüberschwappte und deswegen der Name spanische Grippe zustande gekommen ist. Oder ich habe es bei Geschichten aus der Geschichte gehört. Beides kann gut sein und ich vermute fast, dass es bei Geschichten aus der Geschichte war. Ein Podcast, der tolle Geschichten erzählt. Bereitstellungsräume, dankeschön, The Real Panse. Das ist mir egal, wir haben so viele Briefe, die noch zu. Ja, ich würde hier unten bei den Revolutionären, Demonstrationen, und ich würde oben bei der Bevölkerung. Öffentliche Veranstaltung. Gut, aber wir machen jetzt, ich lasse das hier erstmal vorlesen. Oh, Moment. An den Kommandeur der Volksmarinedivision. Sie haben die Aufgabe, in Berlin für Ordnung zu sorgen und der Polizei zur Seite zu stehen. Verteidigen Sie die Berliner Regierungsgebäude und das preußische Abgeordnetenhaus gegen mögliche Angriffe von Radikalen. Ihr Friedrich Ebert. Mein Gott. Verteidigen Sie Berliner Regierungsgebäude und das preußische Abgeordnetenhaus gegen mögliche Angriffe von Radikalen. Formierung der Volksmarinedivision unterstützen. Habe ich noch nie gehört. Das ist für mich auch neu. Ja, wir machen weiter mit... Scheidemann, hast du noch alle Latten am Zaun? Mhm. Eberts Proteste verhallen. Die Proklamation Scheidemanns,
erweist sich als sehr wirkmächtig. Okay, wir können diesen Meilenstein jetzt erfüllen. Ja, klar. Und dann irgendwie noch... Zack, und... ja, keine Ahnung. Hier auf einen Brief, den wir nicht... Beziehungsweise auf die öffentliche Veranstaltung, die jetzt eh weg ist. Der Rat der Volksbeauftragten gründet sich als Übergangsregierung mit je 3 Mitgliedern von SPD und USPD. Diese sind eigentlich gleichberechtigt, doch Friedrich Ebert übernimmt die Führungsrolle. Okay.